Ich bin kein cooler Musiker. Es geht mir nicht darum, trendige Musik zu machen oder berühmt zu sein. Das ist nichts, wonach ich strebe. Nun ja, so ganz ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Wenn Totally Enormous Extinct Dinosaurs oder einfach Teach nicht gerade mit seinem Kumpel Damon Albarn abhängt, tourt er durch ausverkaufte Clubs in Europa. In seinem Postfach stapeln sich Remix-Anfragen von Lady Gaga und Katy Perry und das alles wohlgemerkt, noch bevor er überhaupt sein erstes Album auf den Markt gebracht hat. Der Erfolg gelang dem 28-Jährigen mit einer simplen Strategie. Anders sein als alle anderen. Dazu gehört auch, eben nicht im hippen London zu produzieren. We can't do any fake shit, you know, because we really care. Man muss nicht zwangsläufig in einer Szene drin sein, um darüber zu schreiben oder daraus etwas zu kreieren. Meiner Meinung nach ist es manchmal besser, von außen auf die Dinge zu schauen. Warum sollte ich ganz nah bei anderen Dance-Music-Produzenten leben? Da besteht doch nur die Gefahr, dass ich genau denselben Sound schreibe wie die. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also treibt sich der junge Mann aus Oxford lieber in Berlin rum. Wie hier kurz vorm Auftritt im Backstage des Binu, wo er Teil 2 des Anderssein-Konzepts in Angriff nimmt, das Bühnenoutfit. Dafür kombiniert Tiet reichlich Bling-Bling, Ketten, Federn und Dinosaurier-Kostüme. Wollt ihr dabei sein, wenn ich auf die Toilette gehe? Wie bitte? Ob ihr mir beim Pinkeln zusehen wollt. Denn das mache ich, bevor ich auf die Bühne gehe. Keine 10 Minuten später präsentiert Totally Enormous Extinct Dinosaurs den wichtigsten Grund für seinen Erfolg. Einen extrem tanztauglichen Genremix, der ab den ersten Klängen die 600 Leute im Club zum Ausrasten bringt. Die Frage ist doch, warum gibt es überhaupt sowas wie Musikrichtung? Das ist eine reine Erfindung von Journalisten, Plattenläden und Labels. Man kann ja wohl in mehr als einem Genre kreativ sein. Ich wollte einfach die Sounds von Deep House, Techno und Breakbeat unter einem Namen zusammenpacken, ohne dass die Leute deshalb gleich verwirrt sind. Das sind sie definitiv nicht. Tiet schafft es, die unterschiedlichsten Szenen zusammenzuführen. Vom Techno-Hasen bis zum Oberhipster. Dafür mischt er Popmusik mit Underground und samplet bei Bedarf auch mal Nintendo-Klänge und schottische Folklore dazu. Track sagt, dance on.
Tracks. Auf arte.tv geht's weiter. Macht's gut. Bis nächste Woche.